Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid bei Let's Play Armored Warfare. Und heute will ich euch mal wieder einen wunderschönen Mercenary Tank zeigen. Und zwar in dem Fall den VFM MK5. Ein unglaublich geiles Gerät optisch. Dieser Leichtpanzer der Stufe 6. In dem Fall ist es natürlich ein Premium-Panzer. Und wir schauen auch mal, was uns die Chronik dazu sagt. Dieser in Großbritannien entwickelte Leichtpanzer kombiniert eine in den USA gebaute Wanne mit einem britischen Geschützturm und bietet eine kostengünstige Kombination an. Der in den 1980er Jahren entwickelte VFM 5 sollte eine neue Generation von britischen Exportpanzern einleiten. Nach Abschluss der Entwicklungsphase 1987 bekam er jedoch keine Kaufaufträge und ging niemals in Produktion. Also in dem Fall ein Panzer, der zumindest in der realen Welt nicht so erfolgreich war. Schaden 339, Durchschlag 303, der anhaltende Schaden mit 3000, okay. Trefferpunkte 1700 Hitpoints, damit kann man arbeiten. Die Mobilität ist sehr ordentlich, die Ortung dafür gar nicht so gut für einen Leichtpanzer. Aber genug der Worte, wir schauen uns den an, wie er so sich im Spiel verhält und schlägt. Also, los! Und da sind wir auch schon auf der Karte Vorgebirge mit unserem Panzer, der ja schon fast unsichtbar ist, weil er so cool aussieht. Also, die Merc-Panzer, Mercenary-Tanks, die waren sehr geil. Also, muss sagen, danach die Eis-Edition, die war zwar okay, aber rein optisch war dieses Ding hier allein schon durch den Totenkopf schon weit voraus. Ja, und jetzt schauen wir natürlich, wohin wir uns so orientieren können. Wir haben natürlich die E-Fähigkeit, wodurch wir ein bisschen schneller sind und auch ein paar Rauchgranaten, um uns eventuell wieder zu verdünnisieren. Die beiden Sachen, habe ich das Gefühl, werden wir auch definitiv brauchen. So, und jetzt erstmal will ich gar nicht so weit vorfahren, sondern würde sagen, wir schauen, ob wir irgendwo uns aus dem Hinterhalt ein wenig austoben können. Haben jetzt hier ein paar Büsche vor uns positioniert. Baumfellarbeiten stehen auch. Also gerade hier geht es in der Regel eigentlich ganz gut rund. Ha, das musste sein. Ich finde die Explosion einfach immer schnieke. Aber bisher passiert hier nicht wirklich viel. Meine Jungs fahren auch deswegen ein bisschen weiter vor. So, und da ist schon was offen. Identifizieren. So, ich bin offen. Wahrscheinlich durch ihn hier. So, machen wir mal den Rauch an. Ich hoffe, er geht gleich nochmal auf. Naja, dann nehmen wir halt den. Der ist ja schwierig zu hitten. Aber jetzt... Oh. Dachte mir, aber jetzt, habe ich schon gesagt. Aber nix, wohl eher. Aber jetzt... So, jetzt verdünnisiert er sich auch. Jetzt bin ich nur wieder offen, muss also dementsprechend ein bisschen aufpassen, aber das Ding ist ja vorwärts wie rückwärts super mobil. Wir haben uns ordentlich erwischt. Jo, jetzt ein Hit aus dem Hinterhalt sozusagen. Gar nicht gesehen, von wem ich da getroffen worden bin und ist auch nicht aufgegangen. Der Lump. Marty hält auch schon rein. So, da ist ein Leo. Auf weiter Flur dann da. Ja, da hat er mich nochmal gehittet. Aber ich finde es spannend, dass der so weit rauskommen kann überhaupt. Der muss doch da eigentlich schon einen Hit bekommen im Vorhinein. Verstehe ich es nicht so ganz.
Naja, aber jetzt, da bekommt das ja dann. Oh, oh, oh. T-72. Der hält gut was ab. Der hat eine solide Panzerung. Der dafür gar nicht, der Typhoon. Der ist aber mal sowas von unglaublich weich. Und jetzt bekommt er hier vom Erg schon eine drauf. Haut hier ab. Oh, T-72 macht mich wieder auf. So, der Fox. Auf die beiden. Nummer 1. Und Stingray macht Nummer 2. So leicht mache ich es den Jungs aber nicht, hier mein Team da aufzureiben. Nur der T-72 nach wie vor hier am Start. Aber ich will jetzt nicht da die Frontsau spielen, dementsprechend ziehe ich mich jetzt so zurück, dass er mich gar nicht sieht, dass ich da wegfahre. Der Typhoon ist da ja auch noch irgendwo gewesen. Ja, der ist da nach wie vor da hinten. Also der kämpft da ideal. Hat natürlich einen guten Tarnwert dann jetzt dafür, dass er da so aus dem Hinterhalt glänzen kann. Und von den ehemalig stolzen 1700 Hitpoints sind es lediglich nur noch 500. Deswegen will ich da jetzt keinen Frontkampf mehr machen. Aber ich würde die ganz gern versuchen zu umfahren. Dementsprechend nehme ich jetzt aber auch den ganz langen Weg auf mich. Gerade der Typhoon, der wird damit nicht rechnen, schätze ich recht sicher. Aber es dauert halt ein bisschen. Aber wir sind ja Gott sei Dank recht fix. Und jetzt auch mit der E-Fähigkeit sogar nochmal fixer. Haben dafür ja wirklich ein ideales Gerät am Start für solche Aktionen. Der T-72 ist mittlerweile weiter vorgerückt. Dementsprechend. So. Wenn das da schon mir so einfach macht, nehme ich den doch da mit. Und jetzt, wo ist der Typhoon? Da hinten ist er schon. Jetzt kann ich seine ehemalige Stellung einnehmen und ihn da ein bisschen nerven. Das wäre zumindest der Wunsch. So, in dem Fall Nummer 1 und den zweiten bekommt er dann direkt nachgesteckt. Also bisher genauso, wie ich es wollte. Und jetzt lediglich der T-72 da noch am Start. Aber auch der wird jetzt kein großes Hindernis mehr spielen. Ah, habe ich zwar nicht getroffen. Und mein Kill. So, 4 Kills. Schöne Runde. Da haben wir doch den VFM MK5 ordentlich positionieren können, schätze ich mal. Jetzt schauen wir mal, was aber auch das Finaltableau da so sagt. Bin schon gespannt. Wie gesagt, Bauchgefühl solide. Ja, 2783 Schaden. Das kann man lassen. 4 Kills eben gemacht, 5 erspäht. Hier die Performance nochmal. Die Teams, ich bin hier auf Platz 3 von den XP, auf Platz 2 im Schaden und es gab 216.000 raus am Ende des Tages. Ja, das ist doch eine schöne Runde, mit der kann man sich doch auch zurückziehen und sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.